Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Hero 2 Weihnachtsspecial hier bei Heisenberg Zockt. Hallöchen Dampflokomotive. Schön. Ach, mir gefällt diese Map und mir gefällt sie halt wirklich auch darum, weil so, ja, wir haben Schnee, wir haben Dampflokomotiven, das ist so eine richtig schöne kleine Eisenbahnanlage. Gut, wir sind stehen geblieben bei hier hinten vor allem. Genau, hier mit der Holzbrücke. Wir wollen rauf zum Nordpol, kommend aus dem Südpol. Und ich weiß auch schon, wie wir diese Linie benennen, dank euch, das war ein schöner Kommentar, nämlich Polar Express. War der rot? Ist der rot? Ich muss mal gucken. Aber ich glaube, wir werden heute eh schon fertig. Oh, Moment. Das wollen wir natürlich auch noch mitnehmen, wie hier die Dampflokomotive über die große Steinbrücke rüberfährt, weil wir haben ja nicht nur schöne Holzbrücken, wir haben auch Steinbrücken. Genau, Kollege Reingold hier, Doppeltraktion, da gab es ein, zwei Kommentare, da hat es geheißen, das sei nicht so cool mit der Doppeltraktion. Ich finde es aber eben genau cool, weil es ist anders als normal. Ja, dann lasst uns mal weiterbauen. Wir werden hier schlängeln müssen. Vielleicht sogar hier zwischendurch, dass wir hier raufgehen. Mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Und wenn wir das haben, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe oder nur gedacht habe, dann wäre ich dafür... Nee, da bleiben wir bei der Holzbrücke. Dass wir zum Thema Weihnachtsmarkt kommen, weil der 24. ist dann wahrscheinlich schneller, als man denkt. Ja, mal so. Ich möchte einfach, wenn es irgendwie geht... Ja, und schon haben wir einen Tunnel. Ich wollte gerade sagen, irgendwie einen Tunnel verhindern. Ja, wobei, das ist klein. Das würde ich tatsächlich nehmen. Also, hier raufschlängeln. Maximale Steigung haben wir. Ja, da geht es wieder in den Tunnel. So nicht. Ich mache so, dass wir hier tatsächlich, wenn es irgendwie geht, nicht zu viele Tunnel haben. Hier wird es wieder eins geben. Das lässt sich kaum vermeiden. Oder vielleicht sogar... Ja, nee, doch nicht. Gefällt mir nicht. Nein, muss ich anders machen. Das ist mir zu viel Tunnel. Wir sind hier auch schon wieder viel zu tief im Schnee drin. Das heißt, wir müssen ein bisschen längere Wege haben. Aber hier ist natürlich auch gerade wieder ein Berg. Machen wir es mal in kleinen Schritten. Ich weiß, dass man hier oben, wenn man hier klickt... Aber guck mal, wie das aussieht. Also, das kommt nämlich immer wieder von wegen... wenn du halt kein Tunnel möchtest, dann mach's halt so, dass du da auch klickst. Hey, da kommen wir gar nicht mehr raus. Nirgends? Ja, es ist aber auch ein Höhenunterschied. Wir sind noch nicht mal ansatzweise am Nordpol. Ja, müssen wir halt hier rein. Oder wenn man sagt, doch anders und gehen hier außen rum. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir das mal testen. Dann haben wir vielleicht, wenn wir ein bisschen Glück haben, nicht gleich so eine Riesensteigung, die wir bewältigen müssen. So, irgendwo hier lang. Auch nicht mit Abwärtsstrahl. Oh doch, weil sonst kommen wir hier allen ernstes auf eine Brücke rauf. Guck mal einer an. Naja gut, hier nochmal eine Brücke, ich denke. Ah ja, aber natürlich. Oh, und hier wird dann gefräst. Und so ist ein Tunnel, dann gehen wir ein bisschen weiter runter. Ja, gefällt mir. Nehmen wir. So, dann setzen wir hier mal zur Kurve an und sehen, wir haben das gleiche Ergebnis. Aber auch nur, weil wir es falsch eingestellt hatten. Ich wollte gerade sagen. So, irgendwie so. Dann hier lang. Da hätten wir eigentlich noch die andere Linie. Da könnten wir doch andocken. Das würde ich glatt machen. Das werden wir nach hier hinten düsen. Wenn wir jetzt Glück haben, dann können wir dort andocken. Ja, das sieht gar nicht mal so falsch aus. Ja, das geht sogar. Guck mal, hier mit dem Bahnübergang. Nehmen wir mal. Und schon haben wir angedockt. Und das ziehen wir jetzt da hoch. Und jetzt ist natürlich, man könnte... Oh, dann haben wir drei Gleise hier. Ja, aber warum denn nicht? Wir machen das aber mit einem eigenen Gleis. Und wir machen das natürlich dann auch zweigleisig, das ist klar. Das haben wir aber relativ schnell dann erledigt. Boah, dann haben wir hier aber eine richtige Armada. Hier rauf düst. Hier ist es dann eingleisig von der anderen Linie her. Da habe ich gesagt, wir machen bei diesem Polar Express, ich nenne den jetzt aber mal so, auch Ausweichgleise. Das weiß ich tatsächlich nicht. Müssen wir gucken. So, hier Gleis 2 und dann sehen wir haben hier sogar die Möglichkeit, hier reinzukommen. Das ist ja, als hätten wir es bereits geplant gehabt. Man könnte jetzt eine Weiche machen. Dann würden wir das hier zweigleisig nutzen. Das möchte ich aber tatsächlich nicht. Ich möchte nicht mit diesem Zug sozusagen das gleiche Gleis benutzen. Ganz einfach auch, weil wir es nicht müssen. Kollege? Ach, der hat ein Signal dort. Ach so, weil das ist ja eingleisig. Genau, weil der fährt hier. Alles klar. Haben wir hier ein bisschen mit den Signalen gegeizt? Kann das sein? Man lass mich mal schnell gucken. Habe ich hier überhaupt Signale hingestellt?
Ach so, nee, das ist ja eingleisig, um Gottes Willen. Da kann man, also man kann schon Signale hinstellen, aber da gucken sich natürlich die Züge an, wenn sie dann zurückfahren. Nee, das hat schon alles seine Richtigkeit. Gut. Ja, im Prinzip haben wir die Linie. Ich lasse das, wie gesagt, mit den Signalen. Dann würde ich sagen, wir machen die Linie. Das wäre von hier, vom Nordpol. Einmal quer rüber. Ich weiß, dass zwei Gleise gefehlt. Das werden wir uns gleich noch ansehen. Ist das hier? Genau. Jawohl, hier durch die Stadt durch. Haben Sie jetzt hier schon was hingestellt? Ich werde erstmal kurz die Linie benennen. Moment, da fehlt ein P. Jawohl, mehr müssen wir gar nicht schreiben. Wir sehen ja im Fahrplan drin, dass das vom Nord zum Südpol geht. Gut, nee, Häuschen haben wir hier noch nicht. Jetzt ist halt die Frage, habe ich die eine Mod geladen? Ja, guck mal, hier haben wir Häuschen. Ja, würde ich glaube mal kurz machen, dass wir die hier hinsetzen. So, in allen Schattierungen, damit wir wirklich den Effekt haben, dass wir hier an Häuschen vorbeifahren mit dem Zug. Was ist das hier? Oh, ein Wohnhaus, ein größeres. Passt hier aber mit Sicherheit auch rein. Wenn man jetzt sagt, ja, aber das andere, das sind alles ältere Häuser, das ist klar. Oh, das passt ja auch noch hin. Aber nicht, dass dann die Häuser ineinander drin hängen. Aber das ist halt doch schon moderner, das Ganze. Wir haben 1851. Okay, so ganz passt es nicht, gebe ich zu. Aber ich finde es wichtiger, dass wir hier eben tatsächlich ein paar Gebäude haben. Weil das ganz ein anderer Effekt ist. Da könnte man tatsächlich bei der Fassade noch ein bisschen was machen. Ein Gebäude wird entfernt. Muss das sein? Ach, da hinten ist noch was. Oh, die bauen, glaube ich, gerade. Kann das sein? Jawohl, die ziehen da gerade was hoch. Naja, dann lassen wir es. Dann drehen wir dich nochmal hier in die Richtung. Da hängen die Balkone auf den Schienen. Das gefällt mir nicht. Wir machen es nochmal mit denen hier. Und hatte ich nicht noch andere Häuschen? Moment. Nee, hier definitiv nicht. Wenn dann hier. Assets, genau. Ja, da, das sind im Prinzip die gängigen. Ja, die kleinen. Commercial. Ja, gerne nochmal ein bisschen. Einmal so. Und dann machen wir das Ganze noch zweigleisig. Das ist ein bisschen zu groß. Auch zu groß. Auch zu groß. Jawohl. Dann machen wir das Ganze noch zweigleisig. Und dann würde ich sagen, können wir dann relativ schnell mit dem Zug losdüsen. Ja, die sind halt alle zu groß. Ich müsste hier unten nochmal verändern. Aber dann nehme ich lieber nochmal das hier. Zwei Stück davon und dann nochmal einmal zwei Stück davon. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich den Effekt, dass wir durch die Stadt durchfahren. Guck mal, das sieht doch cool aus. So, jetzt haben wir uns aber das Zweigleisige hier in der Stadt selber verbaut. Das ist aber egal. Weil hier brauchen wir es nicht zweigleisig. Das darf gerne ab hier dann zweigleisig werden. Und ich würde es jetzt wirklich auch so machen, wie wir es vorher gemacht haben. Nämlich einfach mit Ausweichstrecken. Nicht durchgehend zweigleisig. Dann einfach ein Teil davon, dass die Züge eben wirklich ausweichen können. Deswegen ja auch der Name Ausweichstrecke. Signale machen wir dann gleich danach. Ja, machen wir so. So, ziehen dich hier runter. Okay, bis zur Brücke und da ist es dann wieder eingleisig. Das ist ein relativ langer Bereich, das geht hier in den Bahnhof rein. Und hier hinten geht es wieder raus. Und zwar auf dem Gleis hier. Ja, machen wir das so. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Dann ist es hier tatsächlich für ein kleines Momentchen dreigleisig. Und würde hier vor dem Bahnhof dann wieder eingleisig werden. Durch den Bahnhof durch, beziehungsweise am Bahnhof vorbei. Ja, hier wieder. Schön mit dem Bahnübergang. Jawohl, das klappt sogar. Dann schlängeln wir uns hier runter. Sogar ins Tunnel rein würde ich noch mitgehen. Und das Ganze dann hier beenden. Eingleisig ein bisschen hier zum Fluss runter. Dann haben wir hier die Brücke. Ja, wisst ihr was? Wir machen einfach, weil wir es können. Hier nochmal kurz einen Ausweicher. Für einen Zug im Prinzip, von der Idee her. Das heißt, da wird es dann auch noch zwei Signale geben, wenn ich dran denke. Dann haben wir hier die Brücke. Hier haben wir nochmal eine Brücke. Ich würde sagen, wisst ihr was? Wir müssen es ja nicht bezahlen. Ist zwar unwirtschaftlich. Jetzt genau dort, wo die Brücke ist, das Ganze zweigleisig zu machen. Aber ich finde die Idee nett, weil dann eben ganz einfach die Brücke zweigleisig ist. So, hier nochmal. Dann kommen wir schon zu den Signalen.
Ja, bis zur Straße würde ich das machen. Nee, da haben wir eigentlich gesagt, dass wir das... Ja, ja, Moment. Wir machen das dreigleisig hier. So, und dann hier oben, wenn wir auf der richtigen Seite wären. Damit wir doch ein bisschen den Effekt haben, dass ja auch viele Züge unterwegs sind und wir ein bisschen was zu sehen haben dann. Vor allem eben auch speziell, wenn wir dann die Nachtmod noch aktiviert haben. Das habe ich gesagt, das machen wir dann irgendwann zu Weihnachten. Dass wir wirklich richtig schön das Feeling haben. Mit Dampflokomotiven, Schnee und entsprechend Licht. So. Würde passen. Hier bräuchten wir noch eine Weiche. Entweder gehen wir hier rein. Ne, wir machen hier ganz einfach so eine Weiche hin. So. Dann mal einmal zurück, hier rein. Dann haben wir das zweigleisig. Wir brauchen Signale. Würde eigentlich passen. Jawohl, haben wir die richtigen. Einmal so, dann gucken, dass wir das richtige Gleis erwischen. Dann gibt es ja bereits den ersten Block. Wir könnten ja eigentlich auch mal wieder die Automatik benutzen. Wenn wir hier runterdüsen. Hat das geklappt? Jawohl. Jetzt muss ich aber kontrollieren, bis wohin, dass das geklappt hat. Oh, das ist natürlich, die Automatik ist in dem Sinn nicht ideal, weil wir haben eingleisige Bereiche. Nein, nehmen wir wieder weg und kontrollieren nochmal, ob das richtig ist. Da haben wir den Block, das wäre in Ordnung. Dann düsen wir hier runter. Haben hier den Block. Dann haben wir hier einen Block. Hier ist ja alles zweigleisig, hier ist es kein Problem. Block hier. Block da. Dann hätte ich gerne hier nochmal ein. Hier runter. Einmal so. Und irgendwo ist jetzt hier Feierabend, nämlich hier. Gut. Da kommt hier nochmal ein Signal hin. Hier haben wir keine Signale, das passt. Und hier fängt das Ganze wieder an, zweigleisig zu werden. Ja. Machen wir es so. Düsen hier durch. Hier ist es eingleisig. Also müssen wir das in Ruhe lassen, signaltechnisch. Aber hier können wir wieder. Nein, das ist ein Kurzabschnitt. Genau, das ist hier, wo ich gesagt habe, wenn ich es nicht vergesse. Machen wir hier zwei Signale. Ich habe es zwar eigentlich vergessen, aber ich wurde vom Spiel wieder daran erinnert. Weil der Abschnitt eben relativ kurz ist. Hier können wir eigentlich das wieder so machen. Dann machen wir das hier so. Müsste passen. Allerdings, der Zug, der steht hier auf der Straße, wenn er wartet. Da hätte ich lieber... Moment, wenn ich hier eins habe. Ja, können wir eigentlich... jetzt muss ich gucken. Ja, doch, ich würde das lassen. So lang ist der Zug gar nicht. Das passt schon. Dann geht das hier durch. Dann ist es hier aber nochmal zweigleisig. Ja, in die Richtung. Dann ist hier Feierabend, dann gibt es hier nochmal eins und dann sind wir hier in dem Bahnhof drin. Dann müssen wir hier hinten dann wieder raus. Und dann haben wir hier oben, glaube ich, dann den letzten Abschnitt. Einmal hier, einmal hier. Da ist Feierabend. Dann gibt es den hier. Da passt eigentlich ein Block dazwischen. Okay, dann geht das hier lang und hier haben wir, doch, hier haben wir auch nochmal kurz einen kleinen Bereich. Jawohl, bis nach da vorne. Sollen wir das? Ne, da passt nochmal ein Block. Gut, und dann geht es hier durch die Stadt durch. Ja, sauber. Gefällt mir extrem gut. Das ist natürlich, was man nicht alles mit ein paar Häuschen hier alles anstellen kann. Sehr nett. Haben wir hier ein Depot? Nein. Haben wir hier unten eins? Wahrscheinlich ja. Ich würde aber tatsächlich gerne hier oben auch ein Depot haben. Ganz einfach, weil das, ich sag's gerne immer wieder, relativ schöne Gebäude sind. Wir haben aber das schöne Depot noch nicht. Haben wir das, wenn ich hier... auf 2050 gehe. Jawohl, da ist es doch. Das ist nämlich relativ, wie soll ich sagen, das hat halt auch ein bisschen was Weihnachtliches, so wie das aussieht. Also mir gefällt das extrem gut. Wenn ich dich hier hinstelle und dann mit den Gleisen dann da vorne lang gehen, ich hoffe, wir kommen dann in unsere Gleise rein. Oder wir stellen dich hier hinten hin. Wisst ihr was, das ist eigentlich fast besser. Sagen wir hier oben und mit einer riesen Kurve gehen wir in die Gleise rein, dann haben wir den Effekt, dann fahren wir nämlich zweimal durch die Stadt durch. Dann sehen wir das auch beide Male wahrscheinlich. Die Riesenkurve wäre das hier. Und man sieht, das funktioniert. Zack, gleich mal machen, gebonkt. Dann haben wir ja noch ein zweites Gleis. Da würde ich mal folgen, einfach weil auch Gleise natürlich einfach immer schön sind.
Weil eine Modelleisenbahn ohne Gleise, also da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Sehr gut, dann hätte ich hier gerne Signale. Ich sehe, ich habe hier meine Zwergsignale nicht aktiviert. Okay, gut, dann nehmen wir die hier. Einmal so und einmal zack so. Würde funktionieren, passt. Dann bauen wir den Zug und da würde ich sagen, den kaufen wir morgen und dann werden wir morgen wahrscheinlich aber wirklich die ganze Folge über den Polarexpress hier sehen und die Strecke natürlich mitfahren. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder zur Mitfahrt mit dem Polarexpress. Macht's gut, bis denne. Tschüss.